Ihr kommt an euer Fahrrad in der Früh und seht das hier. Das will wirklich niemand erleben. In diesem Video zeige ich euch die 5 häufigsten Fehler beim Abstellen eures Fahrrads und wie ihr sie vermeidet. Hallo, ich bin Matthias. Pro Stunde werden in Deutschland knapp über 30 Räder gestohlen. Leider machen wir es den Dieben oft zu leicht. Dabei können wir mit etwas Aufmerksamkeit unsere Bikes deutlich besser vor Diebstahl schützen. Hochwertigste Rennmaschinen und besonders E-Bikes haben mittlerweile schwindelerregende Preisregionen erreicht. Das ist nur ein Grund, weshalb sie bevorzugtes Diebesgut sind. Fahrräder sind leicht zu verkaufen, da es eine große Nachfrage nach günstigen, gebrauchten Fahrrädern gibt. Sie können schnell und unauffällig auf Flohmärkten, online oder in Secondhand-Läden zum Geld gemacht werden. Fahrräder sind oft schlecht gesichert und können innerhalb von wenigen Sekunden gestohlen werden, besonders wenn ein schwaches Schloss verwendet wird. Viele Diebstähle finden in der Öffentlichkeit statt, wo Diebe schnell und unauffällig handeln können. Fahrräder sind relativ leicht und können einfach weggetragen oder mit einem Fahrzeug transportiert werden. Das macht es den Dieben einfach, schnell und ohne großen Aufwand zu entkommen. Viele Fahrradbesitzer sichern ihr Rad nicht ausreichend. Häufig werden nur Teile des Fahrrads wie das Vorderrad abgesperrt oder es wird an unsicheren Orten abgestellt. Fahrräder haben oft keine eindeutige Identifikationsnummer oder diese wird nicht registriert, sodass sie nach einem Diebstahl schwer zu identifizieren sind. Selbst wenn die Rahmennummer vorhanden ist, wird sie selten überprüft. Moderne Fahrräder haben oft hochwertige Komponenten, die einzeln verkauft werden können. Selbst wenn das gesamte Fahrrad nicht gestohlen wird, können Teile wie Laufräder, Akku, Schaltkomponenten schnell abmontiert und verkauft werden. Viele Menschen sind sich der Risiken nicht bewusst oder unterschätzen die Wahrscheinlichkeit eines Diebstahls, was dazu führt, dass Fahrräder oft ungesichert oder nur minimal gesichert abgestellt werden. Die Kombination aus hoher Nachfrage, geringer Sicherung und leichtem Zugang trägt dazu bei, dass Fahrräder häufig gestohlen werden. Also welche Fehler gilt es zu vermeiden? Dünne Kabelschlösser sind leicht zu durchtrennen und bieten kaum Schutz. Investier besser in ein robustes U-Schloss oder in ein starkes Kettenschloss. Fahrradschlösser gibt es in den unterschiedlichsten Sicherheitsstufen. Häufig ist auf der Verpackung eine Skala angebracht, die anzeigt, wie hoch der Diebstahlschutz ist. Jeder Hersteller hat hier seine eigenen Angaben. Nur das Vorder- oder Hinterrad abschließen ist keine gute Idee. Diebe können einfach das jeweilige Rad abmontieren und mit dem Rest eines Fahrrads verschwinden. Sichert den Rahmen und sofern möglich die Laufräder. Dünne Zäune, Bäume oder Pfosten, die leicht entfernt werden können, bieten keinen Schutz. Das massivste Schloss hilft nichts, wenn das schwächere Glied der Gegenstand ist, an den ihr das Rad ansperrt. Sperrt also eure Bikes an nicht bewegliche Objekte wie stabile Fahrradständer oder massive Metallgeländer. Solche Orte sind für Diebe ideal, da sie ungestört vorgehen können. Stellt euer Fahrrad immer an einen gut beleuchteten, belebten Ort ab. Je mehr Menschen in der Nähe sind, desto geringer ist das Risiko eines Diebstahls. Der Radcomputer, die Stecklichter, der hochwertige Sattel inklusive Rohr mit Schnellspanner, all das ist ebenfalls leichtes Diebesgut. Nehmt das also besser mit, beziehungsweise klemmt das Sattelrohr mit einer Verschraubung statt dem Schnellspanner. Auf unserer Homepage findet ihr zahlreiche Artikel rund um Mobilitätsthemen. Dort erfahrt ihr, welche Fahrradschlösser es gibt und welche Vor- und Nachteile sie bieten. Den Link dazu habe ich euch in die Videobeschreibung gepackt. An dieser Stelle würde mich eure Geschichte interessieren. Wurde euer Fahrrad schon mal geklaut? Habt ihr es abgesperrt und vor allem wie? Schreibt es mir gerne unten in die Kommentare. Bei 90% der gestohlenen und gefundenen Rädern ist der Eigentümer bzw. die Eigentümerin nicht festzustellen. Die Rahmennummer zu notieren hilft bei der Anzeige nach dem Diebstahl, ist aber keine Garantie, denn es gibt keine herstellerübergeordnete Absprache über den Code. So eine Rahmennummer kann demnach mehrfach vorkommen. Besser ist die Codierung. Bei der Codierung wird auf dem Rad ein verschlüsselter, personalisierter Code fest angebracht bzw. in den Rahmen eingraviert. Das Fahrrad lässt sich fortan einem Eigentümer zuordnen. Wichtig ist, dass ihr für die Registrierung einen Kaufvertrag vorlegt. Nähere Informationen findet ihr im Artikel in der Videobeschreibung. Immer häufiger werden auch sogenannte GPS-Tracker eingesetzt. Diese haben bereits viele Raddiebe überführt. Die Geräte sind mittlerweile sehr klein. Sie lassen sich oft beliebig im Rad verstecken. Auch hierzu findet ihr unten einen Artikel. Wie schützt ihr eure Räder vor Diebstahl? Welche Methoden würdet ihr empfehlen? Ich freue mich über eure Kommentare. Den Link zur gesamten Playlist von Einfach selber machen findet ihr unten in der Beschreibung. Schaut doch einfach mal drauf und abonniert für kommende Videos gerne unseren Kanal. Bis dahin sichert eure Bikes und allzeit gute Fahrt.